Herzlich willkommen zum neuen Video. Es waren ja viele Anfragen immer wieder, was Thema Reifen betrifft. Es gibt ja zig Marken. Es geht ja bei vielen Leuten in der Szene vor allem darum, dass die Leute sagen, welchen Reifen zieht es am besten, welcher Reifen ist wirklich gut. Da gibt es viele verschiedene Meinungen. Und das, was ich jetzt hier über verschiedene Sachen erklären werde, ist meine Meinung. Das heißt nicht, dass es für die Menschheit so vorgeschrieben, sondern das sind einfach die Erfahrungen, was wir so selber machen. Und zwar sind wir jetzt hergegangen, haben wir die ganzen 8,5er Felgen in 19 Zoll mit verschiedenen Reifenmarken bestückt. Das heißt, es sind nur verschiedene Marken oder verschiedene Versionen von einer Marke, aber immer dieselbe Reifengröße. Also wir haben jetzt hier mal 2,25, 35, 19. Das ist jetzt 8,5, 19er Felge. Es ist so, ja, wir hätten auch 2,35, 35, 19 nehmen können. Bloß da stretcht es den Reifen eigentlich gar nicht mehr. Deshalb haben wir gesagt, mit 2,25 einheitlich sieht man einen Unterschied mehr. Ich bin jetzt auch schon hergegangen, habe ich ja schon vorgearbeitet. Der Ovi hat sie vormontiert und ich habe das jetzt so weit gemacht, dass ich jetzt die schon alle ausgemessen habe, sonst hätte dieses Video 3 Stunden gedauert. Und hinter mir habe ich jetzt auch nochmal Räder gemacht, und zwar 9x20 mit 2,45, 30, 20. Auch mit verschiedenen Marken. Da sind teilweise Sachen dabei, die sind hier nicht dabei oder andersrum. Vorerst würde ich mal vielleicht auch sagen, der günstigste Reifen, was wir jetzt hier liegen haben, ist der Nankang, der AS Plus 2. Aus dem Grund, weil ich sage, okay, mit dem Reifen kannst du fahren. Da habe ich jetzt persönlich keine Bedenken. Wir reden aber jetzt von normalen Fahrzeugen. Nicht irgendwie von Fahrzeugen, die jetzt hier 700, 600, 500 PS haben. Und mit Höchstgeschwindigkeiten kann ich da auch nicht leider viel dazu sagen, weil ich das selber auch nie probiert habe und würde ich auch nicht probieren. Für uns ist eigentlich der Reifen als No-Name ist er ja mittlerweile auch nicht mehr, der Hankook, wo wir als günstigen Reifen anbieten, die früher wirklich extrem auch günstig waren. Mittlerweile sind sie in der Liga angekommen wie Dunlop, Goodyear, noch ein bisschen billiger wie Conti, Pirelli, Michelin. Aber mittlerweile schon an den Premium-Marken angekommen, sind ja auch schon seit Jahren Erstausrüster bei VW, Audi und so weiter. Wir gehen jetzt mal her. Ich bin jetzt hergegangen und habe diese Reifen so als Vergleich mal gemessen. Und zwar habe ich Folgendes gemessen. Ich habe diesen Abrollumfang gemessen, also einmal komplett außenrum. Ich habe es jetzt nach meiner Art gemacht, mit den Mitteln, was wir jetzt gerade hier so haben. Also es heißt jetzt auch nicht, das, was ich jetzt sage, ist so, sondern nur so als Info. Wenn wir sie alle gleichzeitig messen, dann oder gleiche Art messen, dann spielt es einfach keine Rolle. Ich habe jetzt zum Beispiel, bin hergegangen, habe hier ein Stück Draht genommen, habe es einmal außen rum, natürlich auf dem Profil gelegt. Beispiel jetzt so, deswegen hat es lang gedauert. Wir haben zu zweit gemacht, das geht da ein bisschen besser. Habe ich genau die Länge zum Beispiel hier genommen, da habe ich genau diese Länge ausgemessen. Und dann habe ich noch zusätzlich die Höhe gemessen. Also vom Boden, also den kompletten Durchmesser im Prinzip mit dem Reifen. Diese Maße waren natürlich auch unterschiedlich. Man muss aber dazu sagen, auch unterschiedlich, weil sie auch unterschiedliche Profiltiefe haben. Also man sagt ja so generell, ein Reifen im Sommer 7,5-8 mm. Ich habe jetzt zum Beispiel bei den 19er war das kleinste Maß 7,5, was Profiltiefe war. War zum Beispiel der Michelin PS4S. Oder ist es vielleicht noch besser, wenn ich mal alle Marken erzähle, ne? Mhm. Was wir da haben. Also in 19 Zoll habe ich da den Hankook S1 Evo 3. Das ist eigentlich der neueste Reifen. Dann habe ich den Pirelli P0 da. Das ist noch der Vorgänger. Es gibt jetzt mittlerweile einen Nachfolger. Dann habe ich den Ventus S1 Evo 2 hier. Den Dunlop Sport Max RT 2. Den Conti Sport Contact 5. Michelin PS Pilot Sport 4S, den Hankook Ventus V12 und den Nankang AS bei der 19er. Auf die 20er kommen wir nachher nochmal drauf. Jetzt bin ich einfach hergegangen und habe den Abrollumfang gemessen, wie gesagt, Profiltiefe und die Höhe.
Von der Höhe her haben die Unterschiede von 631 mm Gesamthöhe, also der Durchmesser, bis 643 mm. Das sind jetzt 12 mm, das sind Zentimeter. Theoretisch liegt dein Fahrzeug damit 0,6 mm tiefer, wenn du so siehst. Die Unterschiede, ich habe jetzt den Reifen so gar nicht erklärt, aber das musst du eigentlich heute niemandem erklären, ne, der YouTube schaut. Gut, vielleicht wissen es ja auch ein paar Leute nicht. Zum Beispiel die Breite von dem Reifen, 225 heißt die Breite von der Fläche. Die 35 danach, Querschnitt, ist das hier, aber nicht in Millimeter. Viele denken, das sind in Millimeter. Die 35 sind prozentual von den 225. Also, wenn wir es jetzt grob ausrechnen, wären das jetzt, sage ich mal, 75 mm. Sowas. Also so errechnet man das. Und klar, dann natürlich 19 in Zoll, 88 Trag, das Y ist Geschwindigkeit in dem Fall. So generell mal ein paar Sachen als Information. Die Reifenhersteller haben echt alle unterschiedliche, also es gibt Normen, das heißt, ein 225er Reifen sollte diese Maße haben, plus minus. Aus dem Grund gibt es diese Differenzen, warum es einen Reifen zieht und warum ein Reifen in der gleichen Größe nicht zieht. Du hast zum Beispiel ein Problem, du jetzt zum Beispiel hier zieht es den Conti 5 sehr gut, ne, wenn du den so anguckst, im Gegensatz zum Hankook. Ich stelle die zwei Reifen mal jetzt mal so nebeneinander. Sieht man es jetzt? Ja. Dass der hier relativ senkrecht runter geht und der schräg. Das ist natürlich jetzt in dem Fall, ist es jetzt, also da hättest du jetzt theoretisch, könntest du damit tiefer fahren, weil du ein bisschen mehr am Platz am Kotflügel hast, typisch Golf jetzt. Da wundern sich auch Leute oder sagen mir oft, ey, das hat noch nie geschliffen, jetzt schleift der Reifen nach einem Reifenwechsel oder so. Das ist halt immer ein Problem. Gut, wir waren die Leute auch immer. Was hast du vorher drauf gehabt und was nicht, ne? Wenn du diesen Reifen zum TÜV fährst, oder es geht relativ knapp aus, vom Kotflügel, von der Tiefe her, wird dieser Reifen definitiv schleifen. Also sage ich eigentlich generell immer, nimmt lieber den Reifen, was etwas breiter ausfällt, dann wirst du damit keine Kopfschmerzen haben. Außer du willst wirklich tiefer fahren. Und durch diese ganzen Messungen, was ich jetzt hier habe, ich habe jetzt von der Höhe her zum Beispiel den Pirelli als höchsten Reifen gemessen und den Nankang als niedrigsten, also vom Durchmesser. Kann ich jetzt auch mal zeigen. Ich weiß nur nicht, ob man das dann auch so gut erkennen kann. Von der Höhe her, sieht man das? Ja. So? Ja. Ich könnte eigentlich auch was draufstellen. Ne? So. Sieht man halt meine Sauklaue. Ne? Ich habe alles von Hand geschrieben hier. Also so siehst du auf jeden Fall Unterschied Luft. Das macht das natürlich auch aus. Das sind halt alles die Toleranzen. Klar, die Profiltiefe macht was aus. Die Toleranzen werden anders eingehalten. Nankang ist dafür bekannt oder Achilles. Aber Achilles ist jetzt, werde ich jetzt hier nicht montieren und zeigen können, wollen. Weil es sonst heißt, Mutter hat den Reifen empfohlen, will ich gar nicht. Für das, was der Achilles benutzt wird, ist es in Ordnung, wenn du den auf dem Zweiergolf montierst und fährst zum Wörthersee und fährst auf der rechten Spur 90 bis zum Wörthersee, dann funktioniert er bestimmt. Aber alles, was im Regen und so passiert, merkst du dann früher oder später. Also die Differenzen kennt ihr auch von den Profiltiefen her. Da zum Beispiel der Michelin hat am wenigsten Profil, der hier. Den kann ich euch auch mal jetzt mal, wie gesagt, zum Pirelli mal schön messen. Wir haben ja hier immer unsere digitalen Schiebler. Und ich muss zuerst mal abnullen. Jetzt messe ich den Reifen einfach mal. 7,3, 7,4. 7,3, 7,4. Jetzt messe ich den Pirelli, guck mal. 8,2. Das sind jetzt ein paar Zehntel Unterschied. Also 7 Zehntel ist da jetzt ein Unterschied. Ist vom Hersteller zu Hersteller auch anders. Es gibt ja auch bei Michelin zum Beispiel den Reifen. Hier bei diesem Reifen gibt es den Grad für Porsche. Mit, die heißen dann N0, N1, N2 Kennungen. Jetzt meistens den Sport Cup, den habe ich jetzt auch da drüben. Zeige ich euch auch gleich am Reifen. Dass du bei dem Neureifen nur 6 mm hast. Also auch nicht mehr 7,4, sondern 6 mm. Du musst es dir bildlich so vorstellen.
Stell dir vor, diese Balken hier wären noch höher, alle. Dann würde es ja, weil es ja Gummi ist, natürlich beim Fahren so schwimmen. Und natürlich lässt er sich dann scheiße fahren. Das heißt, du wärst jetzt, wenn du mit diesem Reifen auf der Rennstrecke fährst, wirst du als Neureifen schlechtere, wenn du wirklich auf Performance fährst, wenn du gleich fährst, wirst du dann mit dem Neureifen schlechtere Zeiten fahren, wie wenn der jetzt zum Beispiel 2, 3 mm weiter unten wäre. Weil die automatisch diese Balken sich nicht mehr so hin und her bewegen. So, das zum einen. Was Thema Dot betrifft, fragen mich auch immer wieder Leute. Gut, das sind jetzt 19, 19, 20, das ist 18. Also ich sage, Reifen, die trocken gelagert waren. Es ist ja auch vorgegeben, dass ein Reifen, der bis 36 Monate alt ist, als Neureifen verkauft wird. Das heißt nicht, dass was 5 Jahre alt ist, schlecht ist. Also man kann diesen Reifen auch, wenn er trocken gelagert ist. Ich sage jetzt mal so, lege ich so einen irgendeinen neuen Reifen, der heute aktuell ist, raus irgendwo in den Hof, wo im Sommer unter der Sonne liegt, im Schnee liegt, in der Kälte auch draußen liegt. Vergleich mal diesen Reifen mit 3 Jahren dann, mit einem Reifen, der trocken, dunkel gelagert wurde im Lager, der 6 Jahre lag. Ne? Dann wirst du auf jeden Fall mit dem Reifen, wo 3 Jahre jetzt draußen lag, Probleme haben, weil er feine Risse kriegt. Und sich dann irgendwann die um die Ohren haut vielleicht. Ja, weiß ich nicht. Kann passieren, kann auch nicht passieren. Aber weil viele Leute sagen, ja, 3 Jahre ist schon alt, ist aber so. Bis 36 Monate gilt so ein älterer Reifen als Neureifen. Gibt es da beim TÜV irgendwelche Regelungen, wie alt ein Reifen sein darf, maximal? TÜV sagt 10, wenn er keine Risse hat. Hat der Risse, so zwischen dem Profil habt ihr bestimmt mal gesehen, vielleicht können wir da mal was einblenden. Wenn solche Reifen Risse haben und das sieht der TÜV, dann kann er aber 6 Jahre alte Reifen sagen, nee, kriegst keinen TÜV, du brauchst neue Reifen. Also im Großen und Ganzen gibt es da wirklich riese Varianten. Ich selber sage jetzt aktuell eigentlich, der S1 Evo ist besser vom Ziehen her. Der S2 Evo war schon schlechter und der Evo 3 war am schlechtesten. Der V12 Evo 2, der liegt hier, der ist mittendrin. Aber vielleicht müssen die es jetzt auch so breiter machen, weil sie Erstausstatter sind und sagen, der Reifen muss einfach über die komplette Felge die Fläche bilden. Du hast natürlich deine Vor- und Nachteile. Umso breiter der Reifen, umso besseren Grip hast du. Du hast besseren Bremseigenschaft. Nachteil: Aquaplaning und Verbrauch und laut zum Beispiel. Bei den 20 Zoller kann ich auch mal gleich grob was sagen. Moment, da gucke ich mal schwind. Da habe ich jetzt zum Beispiel den Michelin vom Profil her als schlechtester Reifen, also von der Profiltiefe her, weil es aber auch ein, der müsste eine Kennung haben, sonst ja R01. Das heißt, der Reifen ist eigentlich für einen R8 gedacht und daher auch weniger Profil, wie beim Porsche-Reifen, wie ich vorhin erwähnt habe. Den messe ich jetzt gleich mal. Ich gucke aber gleichzeitig mal, wer hat den besten Pirelli wieder oder der S1 Evo. Messen wir den mal. 5,9. Es ist ein Neureifen. Also vielleicht ist einer mal dabei, der ist Demo. Der ist neu. 5,9. Der ist auch neu. 7,7. 2 mm Unterschied. Der funktioniert aber sofort. Der funktioniert erst gut, wenn ein bisschen gefahren wurde. Jetzt zeige ich euch auch mal den neuen Pirelli, der den Reifen zieht, jetzt zum Beispiel in 20 Zoll, deswegen habe ich auch verschiedene Dinge gemacht. Jetzt ist es der Hankook, ich tue den mal zur Seite. Und das ist der Pirelli. Jetzt tue ich die mal zusammen. Sieht man das? Nicht in der Höhe, sondern vom Ziehen her. Ach, Flanke sieht man ja. Das ist der ganz neue Pirelli, den benutzen wir gerne, gerade bei solchen Situationen. Wobei ich dafür aber sagen muss, dafür war der Pirelli 2 cm war der vom Abrollumfang größer als der. Gibt es ja die Toleranzen, plus minus. Man sagt ja auch, wenn du jetzt 18 Zoll hast, Serie, und du machst den 19 Zoll drauf, dann heißt es ja, du musst immer einen Abrollumfang drauf achten, dass der Abrollumfang, wenn es geht, identisch ist wie der 18 Zoller.
Zum Beispiel ein Golf fährt 225, 40, 18. Du willst 19 Zoll montieren, ist ideal 235, 35, 19. Da hast du aber solche Abweichungen teilweise beim Abrollumfang, wenn du die jetzt mal so messen, laut Hersteller passt oder laut der Norm, dass wenn der so groß ist, dass der eigentlich schon nicht mehr passen dürfte, wenn man dann wirklich so nochmal messen tut. Du darfst ja maximal 1,5% drüber sein über den Abrollumfang oder 2,5% drunter. Hast du noch so Fragen, so, was du so denkst? Welcher Reifen zieht jetzt allgemein am besten? Also wenn jetzt jemand tief fahren möchte und möglichst schmal will? Das ist halt das Problem jetzt. Es gibt ja auch Reifen, zum Beispiel 265, 25, 20. Den zieht's brutal auf eine Felge, aber es gibt nur einen Hankook. Oder dieser 185, 35, 17, was die ganzen Golffahrer fahren, gibt's nur Nankang und Achilles und irgend nochmal eine Marke, die wurde gestern geboren, ich weiß es nicht. Du hast ja auch keine große Auswahl in jeder Größe. Jetzt bei so, sage ich jetzt mal, normale Größen, sage ich jetzt aktuell, das Problem ist Hankook S1 Evo und der Falcon war super, aber die gibt es jetzt nicht mehr. Es gibt ein Nachfolgermodell und den zieht es jetzt wiederum nicht mehr. Und jetzt aktuell sage ich, der Pirelli PZ4, das ist der aktuellste Reifen. Den Hankook S1 gibt es in manchen Größen immer noch. Der wird aber nach und nach ersetzt. Das heißt, du kannst nicht auf 10 Jahre lang auf einen Reifen bauen und sagen, den nehme ich immer. Du musst dir was auf Lager legen, weil irgendwann gibt es diesen Reifen auch nicht mehr. Das ist jetzt zum Beispiel der S1 Evo, den ich mag, den Reifen. Neben dem Pirelli, gucken wir mal, wie es den zieht. Den zieht es jetzt nicht so arg wie den Pirelli. Siehst du? Ja. Aber er ist im Gesamten viel kleiner. Und daher, das siehst du dann hier an der Flanke, dann muss ich sie mal so machen, Moment. Hat der hier vom Felgenrand bis zu der Auflagefläche weniger Gummi wie der hier. Obwohl es den zieht. Ich messe das jetzt mal so. Vom Boden bis zur Felgenkante. Sind es 50 mm. Am Boden bis zur Felgenkante 45 mm. So, das sind jetzt im Prinzip 5 mm ist der Reifen hier weniger, aber bei vollem Profil. Bei vollem Profil immer, ne? Und viele sagen ja, wie misst man den Reifen? Also wir messen ihn seit Jahren und jeder sagt es auch so, wir messen den Reifen immer von der obersten Fläche hier bis zum Grund. Weil hier hast du ja diese Markierungen. Diese Noppen haben jetzt 1,6 mm. Das heißt, wenn du mit der Fläche hier ankommst, ist eigentlich schon finito. Deswegen sind diese Markierungen da, dass jeder eigentlich das auch selber entscheiden kann, oh, die Reifen sind fertig. Es gibt ja auch jetzt zum Beispiel Marken wie Hankook oder der Pirelli zum Beispiel, dass du hier auf den Flanken auf immer weniger Profil hast, weil das ja so schräg aufbaut. Also nicht hier messen oder nicht hier messen. Was ich nicht empfehle, unbedingt, finde ich jetzt, weil sich sehr, sehr viele, ich will jetzt auch keine Marke, darf ich das überhaupt so sagen, dass sich viele Leute über bestimmte Marke dann hinterher reklamieren und aufregen. Wenn es so ist, ja, warum nicht? Also was wir so Erfahrung haben, war beim Conti 3, der Vorgänger, dass der Verschleiß sehr, sehr hoch war, zum Beispiel ein TT. Neue TT-Fahrzeuge waren alle mit Conti 3 ausgestattet und maximale Laufleistung waren da, ist aber mit AO-Kennung gewesen, soweit ich jetzt noch weiß, 7.000 bis 8.000 Kilometer. Vorne und hinten beim Quad. Komplett abgefahren. So, ich kann euch auch mal schon grob die anderen Reifen zum Vergleich mal schon zeigen. Also bisher war es jetzt der Pirelli, den es am meisten zieht. Der Conti 5, den zieht es auch gut. Ist auch ein empfehlenswerter Reifen, wobei ich den Conti 6 dann nicht mehr so groß empfehle. Den zieht es jetzt auch nicht schlecht. Aber da ist der Pirelli besser. Du hast halt nur ein Problem an der Höhe bei dem Reifen. Und dann habe ich hier noch den Nankang. Das fällt auch sehr schmal aus. Was ich halt auch immer wieder sehe, dass Leute auf dem R8
oft in 20 Zoll den Hankook S1 Evo nehmen. Da würde ich sehr, sehr vorsichtig sein damit, vor allem beim Sportwagen, weil da ist der Hankook der günstigste Reifen. Es gibt keinen anderen günstigeren Reifen. Da hast du ein Problem bei Sportwagen, dass der Reifen, wenn du mal über 280 fährst, einfach so ein, wie soll ich sagen, so ein schwimmendes Gefühl hast. Du hockst im Auto und das Ding macht den hier leicht, ja, auf vorne. Du bewegst die Lenkung, es tut sich im Prinzip nichts, das Ding rollt einfach geradeaus. Habe ich bei Hankook S1 auf dem R8 sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Wenn du natürlich nur die Straßen hoch und runter fährst, Hauptsache, dass die Bunnies gucken, dann geht's. So ein bisschen zum Rumeiern geht's, aber nicht für Hochgeschwindigkeit. Meine Empfehlung für Sportwagen ist der Pirelli PZ4, der funktioniert sehr gut, oder der Michelin 4S. Oder der Sport Cup gleich dann hat, ne? Wobei der Reifen, das erkennst du auch schon Profil her, den sollte man nicht unbedingt für den Regen nehmen. Wer ist das jetzt? Das ist der Sport Cup. Das ist für mich hier ein Sport Cup hier. Und weil du hier auch eine riesen Fläche hast, ne? Im Wasser verdrängen ist da nicht viel. Also nicht so gut, wie wenn du mich hier in 4S nimmst. Dafür hat der halt Grip ohne Ende. Eigentlich wollte ich noch andere Sachen sagen, aber ich weiß nicht mehr was. Mir fallen jetzt auch die ganzen Sachen nicht ein. Eigentlich habe ich echt viel gewusst, was ich alles erzählen wollte, was Thema Reifen betrifft. Jedoch machen wir das jetzt zum dritten Mal. Beim ersten Mal war Akku fertig und dann ging die Kamera komischerweise nicht mehr. Dann haben wir nochmal neu angefangen. Da war der Kameramann, Kamerafrau. Und dann war das Problem, dass wir Mikro ausgehabt haben. Das heißt, alles, was wir da erzählt haben, ging auch nichts. Und das ist jetzt das dritte Mal mit Alex. Ansonsten, genau, mit der Höhe, wie ich die jetzt auch gemessen habe, ist auch ganz einfach. Leg hier eine Latte drauf und misch bis zum Boden mit dem Meterstab die untere Kante von der Latte. Und dann hast du auch so ein Maß. Es ist ein Unterschied da, also es ist bis halbe. Also im Gesamten vielleicht schon fast 8, 9 mm Unterschied, fast 1 cm Unterschied, ob du jetzt zum Beispiel einen S1 Evo nimmst oder ob du jetzt einen Pirelli nimmst. Den Pirelli zieht es halt schon vorher. Also man muss es halt immer auch wissen, für was. Aber ich glaube nicht, dass ihr euch jetzt so Gedanken macht, welchen Reifen. Oder ihr bestellt euch bestimmt nicht 20 Arten von Reifen, um zu gucken, welcher am besten zieht. Es gibt auch noch die Seite Reifenstretch. TireStretch.com. TireStretch.com. Da könnt ihr im Prinzip, ist cool gemacht, kann da jeder inserieren, beziehungsweise Bilder hochladen. Ich weiß nicht, ob man ein Benutzerkonto braucht, aber normal kann da jeder hochladen. Ja, also das ist eine geile Seite, da gibst du die Felgenbreite ein oder Felgengröße und gibst auch, wenn da schon was war, die Reifengröße ein, dann siehst du, wie es den Reifen gezogen hat. Ich weiß jetzt nicht, wie aktuell die Seite ist, ich weiß jetzt nicht, ob alle Marken da drin sind. Mehr geht es darum, glaube ich, 10,5 Zoll mit 2,15er Reifen oder sowas, ne? Ja, oder mit 195er. Da weiß der Alex auch, von was ich rede. Also es gibt ja auch Tabellen, die kann ich jetzt auch mal vielleicht hier einfügen, was eigentlich so grob vorgeschrieben ist. Das heißt, Beispiel jetzt, 8,5 Zoll Felge kannst du drauf machen von 2,15 bis 2,65, glaube ich. Ideal ist 2,25 bis 2,45 und dann gibt es dann nochmal so Toleranzen und außer dieser Toleranzen gibt es dann nur mit für, oder nur TÜV kriegst du nur, wenn der Reifenhersteller dir eine Reifenfreigabe gibt. Manche machen es, da habe ich die Erfahrung, dass es diese Achilles, Nankang gerne sowas machen. Aber im Prinzip haften die auf was für sowas. Gut, dazu brauchst du einen Fahrzeugschein. Die gucken natürlich auch nach Gewicht von deinem Fahrzeug und so weiter, ob das auch funktioniert. Aber im Großen und Ganzen geht es über auch Reifenfreigaben. Ansonsten, ja. Ihr könnt ja die Fragen, die Gesamtfragen, was diese Reifen betreffen, mal einfach mal drunter schreiben. Wenn ich sehe, kann ich direkt darauf antworten. Oder wir machen irgendwann mal nochmal so ein Video, ein ähnliches Video, wo wir auf eure Fragen schon zugreifen werden, wenn ihr bestimmte Fragen haben solltet. So, wie gesagt, haut in die Kommentare, wenn ihr was wissen wollt. Oder noch besser, schreibt mal eure Erfahrung. Wir machen zwar viel Reifen, aber es ist vielleicht nicht so, dass ich alles
probiert habe. Auf jede Felge, jeden Reifen. Wir versuchen immer die neuesten zu nehmen, weil die alten Reifen kommen nicht wieder, sondern es kommen immer neue Reifen. In dieser Hinsicht wünsche ich euch was. Ich hoffe, es hat euch was gebracht oder irgendwelche Informationen weitergegeben. Bis dahin, macht's gut, ciao.